Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu dieser Schiffseinweisung hier auf dem Seekraus-Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen euch diesen Premiumkreuzer hier vorstellen, nämlich die Cheshire T8 Premiumkreuzer der britischen Royal Navy. Und es ist ein Papierschiff und Wargaming bringt diese Tier ins Spiel. Das ist quasi eine Kreuzung des Albemarle-Rumpfs mit dem Kaliber der Tierstufe 9 und 10, nämlich 234 mm. In diesem Video geht es dann quasi um das ganze Gameplay, alle Werte zu dem Schiff, auch im Vergleich, Verbrauchsmaterialien, Skillungen, all so einen ganzen Kram. Damit werden wir uns beschäftigen in diesen Minuten, die ihr hier verbringt. Danach seid ihr dann in die Lage versetzt, hoffentlich, dass ihr entscheiden könnt, ob ihr euch dieses Schiff zulegen wollt oder nicht. Wir wollen einmal direkt anfangen, und zwar mit der Panzerung des Kreuzers. Wir haben vorne 25 mm genauso wie hinten und hier an der Seite auch überall. 25 mm, das ist so, ja, wieder so eine bestimmte Panzerungsschwelle, die ist übermatchbar zu Deutsch. Ab 358 mm, das heißt Duke of York und Co. noch nicht, aber zum Beispiel die Bayern, ne, mit 380 mm wird er einfach die Panzerung ignorieren und euch dementsprechend schädigen, also beschädigen. Dann haben wir hier oben auf dem Deck, interessant, 30 mm. Das ist ganz cool, gerade wenn ihr mit AP von Schlachtschiffen beschossen werdet, die dann relativ weit kommen. Wenn die Winkel flach sind, würden die da nämlich alle Projektile bis einschließlich 428 mm abprallen. Ab 429 mm würde auch diese Panzerung ignoriert werden. Das heißt also Kurfürst, Montana zum Beispiel oder Bourgogne, Jean Bar und so, die würden da auf dem Deck hier abprallen können. Ja. Auf den Aufbauten haben wir 16 mm, das ist typisch für Kreuzer. Bei HE sieht die ganze Geschichte nämlich schon wieder ein bisschen dramatischer aus. Ja. HE 25 mm, das heißt, viele Zerstörer, Tierstufe 9 und 10 und so weiter, haben 25 mm von Hause aus schon mit dabei. Denkt da so an die Japaner mal wieder. Ja, und die haben ja dann auch oft IFAE geskillt und kommen dann von der Penetration noch höher durch. Wie das sich mit IFAE in Zukunft verhält, das wird man dann sehen. Da ist ja was in der Pipeline, dass IFAE möglicherweise die Benutzung so ein bisschen einschränkt, weil es ja Brandwahrscheinlichkeit deutlich verlieren wird, mehr als vorher. Aber dazu gibt es ein separates Video. Ja, von daher ist auf jeden Fall das Schadenspotenzial der HE-Granate ist hier überall relativ hoch, muss man ganz einfach sagen, weil sie überall vernünftig penetriert. Hier die 25, normalerweise haben viele Schiffe schon 32 mm plus, wenn sie dann IFAE geskillt haben, dann kommen sie hier überall durch. Und dann möchte ich euch noch auf eine Sache hinweisen, die Zitadelle hier, die hier nämlich deutlich leicht über Wasser zu erreichen ist, hat eine 152 Meter Panzerung, da kommen also auch leichte Kreuzer mit AP, wenn sie verhältnismäßig nah dran sind, dann auch ohne Probleme durch und auch frontal seid ihr relativ leichte Opfer, ja, gerade wenn eben 25 mm overmatched werden, da oben. Wenn sie da erstmal die Panzerung ignoriert haben, die Zitadelle ist hier auch frontal über Wasser erreichbar und ja, das macht es eben aus, ne? Das kann das Leben der Cheshire relativ schnell beenden, wenn da nicht eine geile Reparaturmannschaft wäre. Zu der möchte ich euch aber später was erzählen. Ich soll euch jetzt direkt ins Gameplay und ja, nebenbei erzähle ich euch ein bisschen was zu den Werten des Schiffs. Dann schauen wir uns die Überlebensfähigkeit des Kreuzers an. Trefferpunkte haben wir hier 42.500. Das bringt uns ins vordere Mittelfeld der Kreuzer. Besser ist nur die Prinz Eugen oder Admiral Hipper zum Beispiel. Aber eben auch die Albemarle, die 1.300 Punkte mehr hat als ihr, obwohl wir den gleichen Rumpf haben. Ja. Schlechter ist zum Beispiel die Charles Martel oder die Wichita, wenn wir die mal als Vergleichsschiff nehmen wollen. Ein Torpedoschadensverringerungswert sind wir bei 19% und das ist Pole Position zusammen mit Amalfi und Albemarle, die beide auch 19% haben. Alle anderen Kreuzer haben eine geringere Torpedoschadensverringerung, zum Beispiel die Baltimore und die Wichita 4%. Ne? Da wisst ihr schon mal, wo ihr da so ein bisschen steht, könnt ihr schon mal ein bisschen einsortieren. Überlebensfähigkeit ist natürlich nicht alles, sondern ihr wollt auch austeilen und das wollt ihr mit der Artillerie tun, die hier was ganz Besonderes mitbringt, wenn auch ein, zwei Wermutstropfen dabei sind. Der erste Wermutstropfen ist die Ladezeit mit 12,5 Sekunden, die ich hier anführen möchte. Der ist doch recht lang, ist aber ein Balancefaktor für die geilen Granaten, die ihr dabei habt. Die schießt ihr leider auch nur über 16,1 Kilometer nämlich. Das ist der zweite Wermutstropfen, damit seid ihr eher am hinteren Ende des Mittelfelds angesiedelt. Kürzer schießt eigentlich die Wichita,
Ja, und die Baltimore schießt, glaube ich, auch noch kürzer als ihr. Und danach sind viele andere Kreuzer eben schon weiter. Ja, das muss man einfach sagen. Am weitesten schießt sicherlich die Prinz Eugen mit ihren 17,5 Kilometer oder was sogar die Admiral Hipper, die hat, glaube ich, 17,6 Kilometer in die Richtung auf jeden Fall. Also das sind so die Wermutstropfen bei der ganzen Sache. Aber es kommen natürlich jetzt die geilen Werte. Die 380-Grad-Kehre legen die Geschütze in 16,8 Sekunden in meiner Skillung zurück. Das ist hier Elite-Schütze schon mit dabei. Aber das hat es in sich, das sind die schnellst drehenden Geschütze für schwere Kreuzer im Spiel. Maximale Streuung horizontal 134 Meter bei einem Sigma-Wert von 2,05. Bringt euch in die Situation, dass ihr bis 10 Kilometer, also von 0 bis 10 Kilometer, der drittgenaueste Kreuzer hinter Atago und Mogami mit den großen Geschützen liegt. Und ab 10 bis 16 Kilometer seid ihr so im vorderen Mittelfeld angesiedelt, von der Genauigkeit her. Das alles ist dann noch gepaart mit einer geilen HE-Granate. Ihr habt 234 mm Geschütze, das heißt, ihr bekommt ein Viertel Penetration. Das ist das Besondere bei diesem Premium-Kreuzer. Die Orbe Maul hat nämlich nur ein Sechstel Pen, weil sie kleine Kaliber hat. Hier habt ihr mit der Chesshire 234 mm und damit haut ihr bis zu 58 mm an Panzerung durch und penetriert da. Das heißt, ihr könnt fast alles penetrieren, was im Spiel ist, bis auf Kreml und Friedrich der Große, der an bestimmten Bereichen 80 mm Panzerung hat, auf dem Deck, meine ich jetzt. Ne? Ich meine jetzt immer nur Aufbauten und Deck von oben, von der Seite her. Ja, wisst ihr ja, den vorderen Bereich und der hintere Bereich, der ist immer bei 32 mm bei vielen Schiffen. Da kommt der sowieso ohne Probleme dann eben durch. Ne? Gepaart mit dem höchsten Alpha-Schaden, 3850, ist der hier, ja, auch da für schwere Kreuzer der höchste Wert, genauso mit der höchsten Brandwahrscheinlichkeit, 28%, Signalflaggen da drauf und Sprengmeister, das ermöglicht diesen Wert. Ja, das ist schon mal, ja, richtig geil bei dem Ding, aber das ist noch nicht alles, wir haben nämlich auch noch eine relativ coole AP-Granate, ihr benutzt zwar meistens erstmal mit der Cheshire gerade am Anfang des Gefechts auf jeden Fall HE und nehmt da auf jeden Fall ordentlich oder teilt da ordentlich an Schaden aus. Aber ihr habt eben auch noch eine coole AP-Granate, die hier 5750 Alpha-Damage macht. Das ist der dritte Platz vom Schaden her. Besser sind Prinz Eugen und Admiral Hipper nur. Die haben 5900. Also das ist dann souverän, obwohl ihr eigentlich das größere Kaliber habt. Seid ihr da halt ja, einen Ticken schwächer als die. Ja, gepaart mit Standard-Abprallwinkel 0 bis 30 Grad Abpraller fix, es sei denn ihr overmatched. Wenn ihr overmatched, also overmatchen könnt ihr bis 16 mm Panzerung, ne? Das heißt eine Minotaur könnt ihr frontal Zitadellen ohne Probleme, weil die Panzerung einfach ignoriert wird von eurer Granate. Und dann von 30 bis 45 Grad gibt es die Chance auf Penetration und danach gibt es die Penetrationsberechnung. Und die ermöglicht euch auf 15 Kilometer 232 mm zu penetrieren, auf 10 Kilometer 311 mm und auf 5 Kilometer 422 mm Panzerung könnt ihr durchdringen mit eurer AP-Granate. Und dann löst der Zündverzögerer von 0,033 Sekunden aus und macht dann den Alpha-Damage im Optimalfall, ne, von eben den genannten 5750. Nur mal so, damit ihr ein bisschen einschätzen könnt, was diese Werte bedeuten. Auf 5 Kilometer könnt ihr damit eine Conqueror, die Breitseite steht, zu euch Zitadellen. Ne? Die hat nämlich, wenn ich mich recht entsinne, 406 mm Panzerung an der Zitadelle. Und das ist dann schon richtig heftig, wenn ihr als Kreuzer in die Zitadelle reinkommt, dann möglicherweise sogar mit 6 Mumpeln. Klar, ihr müsst da hinkommen, ist nur theoretisch, gebe ich ja zu. Aber es gibt einem so ein bisschen so ein Bild, ne, in den Kopf, ja, wie das sich so ein bisschen verhält mit eurer Granate. Dann habt ihr natürlich noch andere Bewaffnungen, nämlich die schwimmenden Kameraden. Auf der linken und der rechten Seite jeweils ein Werfer, der 4 Torpedos enthält. Nachladezeit 96 Sekunden. 15.867 Alpha-Damage ist so ein Standardwert für britische Torpedos im Spiel geworden. 1,3 Kilometer sind die Torps sichtbar und wir haben eine Torpedoreichweite von 8 Kilometern. Das ist 2 Kilometer geringer als die Orbe Maul hat. Und damit seid ihr eigentlich sowieso von der Torpedo-Reichweite seid ihr eher wieder am unteren Ende. Schlechter sind eigentlich nur die deutschen Kreuzer. Viele andere Kreuzer haben eine größere Reichweite oder haben auch mindestens 8 Kilometer. Ne? Also das ist, naja, nicht so richtig cool, aber auch nicht so richtig schlecht, wollen wir es so ausdrücken. Bei der Flugabwehr, da sieht es wieder besser aus, denn das ist wieder ein Prunkstück bei dem Kreuzer hier. Der kontinuierliche Schaden, Flugabwehrsektor übergreifend, 365.
die Explosion 1544 macht die und ihr habt nicht nur ein oder zwei Explosionen, sondern ganze sieben. Die werden auf 3,5 bis 5,8 Kilometer ausgeworfen. Das ist eine richtig coole Geschichte. Allgemein ist eure Flak-Reichweite bis 5,8 Kilometer hoch und die Sektorpriorisierung beträgt hier 50%. Das heißt, ihr könnt euren Schaden sehr gut verstärken und ja, es macht einfach Spaß. Es kommt so ein bisschen drauf an, wer euch anfliegt. Wenn es britische Flugzeuge sind auf der Tierstufe 10, dann habt ihr ein bisschen mehr zu tun. Wenn es aber der T6 Flugzeugträger ist, dann habt ihr auf jeden Fall Spaß im Spiel. Da kann ich euch jetzt schon garantieren, weil ihr echt was runterrattern könnt mit dem Kreuzer hier. Dann kommen wir schon zur Manövrierbarkeit. 35,7 Knoten sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei, allerdings ist es auch nicht total langsam. Es gibt definitiv langsamere Kreuzer, das sind dann wieder die Deutschen, die da langsamer sind. Schneller sind dann zum Beispiel Charles Martel, der ja auch den Motorboost hat. Also das ist ganz klar, dass ihr da nicht mitkommt. Ich würde sagen, es ist ungefähr Mittelfeld, wo ihr euch bewegt. Auch bei der Ruderstellzeit, beziehungsweise beim Wendekreis her, seid ihr relativ cool. Also 680 Meter ist der beste Wert, 790 Meter ist, glaube ich, der schlechteste Wert. Also seid ihr ziemlich genau in der Mitte, wie ihr seht. Und bei der Ruderstellzeit, ja, das ist so ein bisschen schade, dass es da nicht noch ein bisschen besser ging. Das hier ist ein geskillter Wert, 8,4 Sekunden ist mit der Steuergetriebe-Modifikation. Damit lässt sich das Schiff ganz gut fahren. Ich würde mir trotzdem einen Wert von unter 8 Sekunden wünschen. Damit ist das Schiff eigentlich nochmal einen Ticken cooler, sagen wir jetzt einfach mal. Bei der Verborgenheit, so viel Zeit muss sein, zu Wasser haben wir 9,5 Kilometer. Das ist wiederum ein Top-Wert, also ganz vorne mit dabei, sage ich jetzt mal. Bei der Lufterkennung haben wir 6,1 Kilometer und wenn er im Nebel steht und schießt, geht er 7,5 Kilometer auf. Das heißt, ihr könnt echt auch eine große Überraschung sein. Zum einen für Flugzeugträger, die euch erst auf 6,1 Kilometer entdecken. So schnell können die gar nicht abdrehen, die kommen automatisch in eure tolle Flak. Dann die Erkennbarkeit zu Wasser, das kann durchaus für einige Kreuzer auch eine Überraschung sein, dass ihr plötzlich da steht. Und wenn ihr dann gerade AP parat habt, dann bratzt er sie richtig weg mit der Penetration, die ihr da habt. Schauen wir uns das Verbrauchsmaterial an, was die Cheshire hier mit sich bringt. Ich stelle euch die Premium-Verbrauchsmaterialien vor, die anderen seht ihr natürlich mit eingeblendet. Transparenzsystem 2, Wirkungsdauer 5 Sekunden, Ladezeit 54,15 Sekunden, ist ja doch ein ganz ordentlicher Wert. Dann gehen wir weiter in Slot 2 und das ist das, was ich vorhin schon angekündigt habe. Eine richtig geile Reparaturmannschaft mit Super Heal. Die macht standardmäßig 2% der Gesamttrefferpunkte des Schiffs. Aber ihr habt ja noch die Interdelta-Flagge, dann kommt ihr nämlich auf diesen Wert, den ihr hier seht, 1020 Trefferpunkte pro Sekunde. Das heißt, ihr könnt im Maximal oder im besten Fall 20.400 Trefferpunkte in einem Zyklus wiederherstellen. Schaden an der Zitadelle wird zu 50% angerechnet. Reguläre Penetration auf Nicht-Zitadellen-Bereiche wird auch mit 50% angerechnet. Auch Overpens oder Torpedoschaden in Nicht-Zitadellen-Bereichen. Und dann eben Flutung und Brände zu 100% angerechnet, ne? Also, das ist schon eine geile Sache, weil eine Zitadelle kann man ja mal fressen bei 152mm Seitenpanzerung, aber davon könnt ihr eine Menge wiederherstellen, das ist ganz komfortabel. Ihr habt drei Aufladungen, wenn ihr so skillt, wie ich das hier mache. Und dann kommen wir noch zu Slot 3 und da habt ihr die Wahl zwischen defensivem Flakfeuer oder eben der Hydroakustik. Ich habe mich hier für die Hydroakustik aktuell entschieden. Die defensive Flakfeuer hilft natürlich nochmal ordentlich, euren Schadensoutput zu erhöhen. Müsst ihr dann aber so ein bisschen abschätzen, ob gerade viele Flugzeugträger im Spiel eben unterwegs sind. Sonst das Hydro hier 5 Kilometer Ortung von Schiffen und 3,5 Kilometer Ortung von Torpedos. Ladezeit 108,3 Sekunden und Anzahl des Verbrauchsmaterials 4. Beim defensiven Flakfeuer habt ihr einen geringeren Cooldown als beim Hydro. Da sind es nur 72,2 Sekunden, aber ebenfalls hier Aufladung. Bei den Verbesserungen habe ich mein Schiff hier wie folgt geskillt oder empfehle ich die folgende Skillung, könnte man sagen. Hauptbewaffnungsmodifikation 1, ihr habt Torpedowerfer und ihr habt die Hauptbatterie. Ihr braucht beides, um effizient im Kampf zu sein. Die Überlebensfähigkeit wird hier deutlich erhöht, also dieses Modul in Slot 1. In Slot 2 habe ich mich hier für die schadensbegrenzende Systemmodifikation entschieden. Man könnte auch den Maschinenraumschutz skillen. Allerdings muss ich sagen, habe ich in meinen Gefechten bis jetzt ganz wenig Probleme gehabt, dass mir das Ruder oder der Antrieb ausgefallen ist. Deswegen habe ich mich jetzt für dieses Modul entschieden. In Slot 3, ganz klar für mich hier die Zielsystemmodifikation, um noch eine geringere Streuung rauszuholen, eben auf diese horizontalen 134 Meter zu kommen. Und ja, das ist eigentlich der Grund, ne? Die Flakgeschichten und so weiter, das
ist für mich alles soweit so gut, das muss ich nicht weiter verbessern. Dann kommen wir in Slot 4, da habe ich ja schon zu gesagt, ich habe hier die Steuergetriebemodifikation eingebaut, um die 8,4 Sekunden zu erreichen. Alternativ die Antriebsmodifikation. Die Schadensbremse System Mod 2 würde ich hier auf dem Kreuzer auf gar keinen Fall einbauen. Weil wenn ihr brennt, dann solltet ihr übrigens auch brennen lassen. Ne? Das ist auch wie so eine Sache, weil dann könnt ihr auch den maximalen Schaden wiederherstellen mit eurer Reparaturmannschaft. Deswegen ist es eigentlich auch nicht unbedingt total clever, hier dann auf kürzere Branddauer zu gehen automatisch. Ne? Weil man kann in der Regel dann eben nicht so viel Trefferpunkte wiederherstellen, wie die Reparaturmannschaft an Potenzial hat. Und dann gibt's noch Slot 5, wo ich mich für die Tarnsystemmodifikation entschieden habe. Einmal wollte ich dann eben auf diese 9,5 Kilometer kommen in Verbindung mit der Skillung des Kapitäns, aber eben auch die Streuung der Gegnergranaten um 5% erhöhe. Nach den Verbesserungen schauen wir uns die Signale an, die der Dampfer hier mit sich bringt. Ich habe natürlich meine Flak weiter verbessert, November Echo Set 7, oben links, da fangen wir nämlich an. Dann geht es gleich weiter, natürlich die beiden Brandflaggen, India X-Ray und Victor Lima drauf. Und dann, ja, ich habe Torpedos dabei, ich habe hier auch die Signalflagge für die Torpedos mit dabei. Deswegen Juliet Whiskey Una One, um die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit nochmal ein bisschen zu erhöhen. In der zweiten Reihe ganz links November Foxtrot, um die Schiffsverbrauchsmaterialien schneller herzustellen. Und Sierra Mike für mehr Höchstgeschwindigkeit, damit wir auf diese 35,7 Knoten kommen. India Delta, ganz große Pflichtflagge hier unbedingt. Und dann habe ich die Anti-Deto-Flagge noch mitgenommen, die Juliet Charlie. Dann sind wir 8 Signalflaggen durch. Und dann gibt es hier eine Tarnung, die der Kreuzer bekommt. Eine Typ 10 Premium-Tarnung. Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten plus 4%. Schiffswartungskosten werden um 10% reduziert und EP je Gefecht wird um 50% erhöht. Ist eigentlich so eine Art Standardwert. Und jetzt schauen wir uns dann noch den Kapitän an. Den habe ich nämlich wie folgt geskillt. Ich habe oben angefangen und nehme hier vorrangiges Ziel erstmal mit. Ich möchte wissen, wie häufig ich aufgeschaltet bin, ob ich jetzt weiter schießen sollte oder mich erstmal wieder zugehen lassen sollte. Dafür benutze ich das hauptsächlich. In der zweiten Reihe bin ich dann sofort auf Adrenalinrausch gegangen, um eben noch eine Chance zu haben, die lange Nachladezeit nach unten zu skillen. Ja, bei 12,5 Sekunden, wenn man dann ein bisschen Schaden nimmt, ist man auch relativ schnell dann bei 11 oder 10 Sekunden. Das merkt man dann halt mit der Zeit im Gefecht recht deutlich. In der dritten Reihe gehe ich hier auf den Sprengmeister, ja, um ein bisschen mehr Brandwahrscheinlichkeit rauszuholen, weil ihr halt da richtig, ja, euren Schaden eigentlich mitmacht, ne? Ihr penetriert, macht die Brände, das ist eigentlich eine richtig coole Sache. Wem das nicht so wichtig ist, der kann auch zuerst den Inspekteur hier skillen, je nachdem, wie er das dann halt mag. Und in Reihe 4 gibt es hier bei mir nur einen Skill, den Tarnungsmeister, und dann haben wir schon mal 10 Skillpunkte vergeben. Dann gehen wir einfach die ganze Geschichte wieder rückwärts nämlich durch. So habe ich es zumindest gemacht, nachdem ich die 10 Skillpunkte voll hatte. Habe ich mich dann entschieden, also wie ich eben schon sagte, Sprengmeister oder Inspekteur, eins von beiden, was ihr eben vorher nicht geskillt habt. Und dann gehe ich hier auf den Elite-Schützen, um eben die Turmdrehgeschwindigkeit noch auf diesen Superwert zu bringen mit diesen 16 Sekunden. Das ist wirklich auch cool, weil ihr geil manövrieren könnt, relativ gut im Wasser liegt und dann die Türme trotzdem noch gut im Ziel behalten könnt und so eine Sache mit dem Elite-Schützen ist echt recht angenehm. Und ich habe mich dann hier auch noch für den 1000-Sasser entschieden, der das Verbrauchsmaterial eben nochmal 5% schneller wiederherstellt. Das heißt, wir haben mit der Flagge zusammen 10%, die wir an Cooldown gespart haben. Im oberen Bereich nehme ich dann hier präventive Maßnahmen, um eben den Modulausfall um 30% zu reduzieren. Und ganz, ganz wichtig für mich war auch der Ladeexperte, weil wir halt häufig zwischen HE und AP umladen. Ja, gerade wenn dann bei der Kreuzer plötzlich Breitseite steht und ach, der schießt ja sowieso nur HE. Nee. Mit dem Ladeexperten könnt ihr eure Nachladezeit oder Umladezeit 50% reduzieren und seid viel schneller wieder parat. Gepaart mit der guten Genauigkeit ab unter 10 Kilometer ist das ja ein wirklich guter Skill, wie ich persönlich finde. Habt sehr viel Spaß gehabt. Ihr habt es ja auch in dem Gefecht gerade gesehen. Das Fazit ist eigentlich relativ zügig gesagt. Wir haben hier richtig geile Artillerie, ob AP oder HE. HE ist sicherlich nochmal ein bisschen geiler als die AP-Granate, aber ja, gute Penetrationswerte, geile Brandwahrscheinlichkeit. Also, was will man eigentlich noch mehr? Ja, das würde ich hier auf jeden Fall anbringen wollen als positiven Punkt. Die Flugabwehr ist toll, die Erkennbarkeit zur Wasser ist toll mit 9,5 Kilometer, ein richtig cooler Wert. Und dann eben die leckere Reparaturmannschaft Superheal à la Conqueror, die ihr hier auf dem Kreuzer habt. Wo Licht ist, ist auch Schatten. In dem Fall würde ich auf jeden Fall anführen wollen, die relativ lange Nachladezeit der Granaten.
Die Torpedos, die nur 8 Kilometer weit schwimmen, ja, die kann man vielleicht so mit anbringen, auch wenn die Torpedos hier nicht die Hauptbewaffnung sind. Und ich finde allgemein von der Manövrierbarkeit her, ja, sind wir halt nur Mittelfeld. Bei der Ruderstellzeit sind wir recht unsportlich unterwegs. Das ist so ein bisschen, also für einen Kreuzer 8,4 Sekunden. Ja, ja, müsst ihr so ein bisschen selber einschätzen. Ich sehe es dann eher so auf dem negativen Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, insgesamt überwiegen für mich aber hier die positiven Eindrücke ganz deutlich. Ja, wie gesagt, die 8,4 Sekunden für den einen oder anderen sind 8,4 Sekunden in Ordnung. Ich, wie gesagt, hätte mir gewünscht, dass da vielleicht noch eine Sekunde weniger drin ist mit dem Modul. Aber so ist es. Prinzipiell hat mir die Cheshire schon Spaß gemacht, auch wenn ich mich allgemein mit schweren Kreuzern ein bisschen schwer getan habe. Und ich möchte auch ganz klar sagen, das Gameplay, was ihr gerade gesehen habt, das ist jetzt nicht so das Standardgefecht, was man der Cheshire hat. Ja, ich bin der High-Tier. Da fällt es einem relativ einfach, mit der Cheshire zu fahren. In Low-Tier-Gefechten, also wo man gegen T10 und T9 kämpft, ist es schon eine ganze Ecke anstrengender. Da muss man sich viel mehr zurückhalten, viel mehr mit der Erkennbarkeit zu Wasser spielen und viel auf größere Kampfentfernung machen, aus Verbänden heraus operieren. Und ein negativer Punkt, den möchte ich noch mit anbringen, ihr habt halt nur 6 Mumpeln, ne? Das ist ja das Problem. Ihr solltet gut gezielt haben, dann trefft ihr auch. Ja, bei einer Obbe Maul habt ihr 3 Mumpeln mehr in der Luft. Wenn ihr da mal nicht ganz optimal skillt oder zielt, dann ist es eben so, dass immer noch 3 Granaten treffen oder so. Bei der Cheshire geht in der Regel dann alles ins Wasser. Ja, das ist halt, naja, ein bisschen schade. Aber ja, allgemein ist ein ganz, ganz angenehmer Dampfer und ich finde es auf T8 gerade mit dem Kaliber echt ein starkes Schiff, das echt eine Menge Spaß machen kann in den richtigen Gefechten. Jetzt hoffe ich, dass euch diese Schiffseinweisung die nötige Wissen vermittelt hat, um eure Kaufentscheidung treffen zu können, ob ja oder nein. Wenn es so ist, bitte ich euch um einen Daumen nach oben, um einen Klick auf den Abonnenten-Button und auf die Glocke, damit ihr kein zukünftiges Video mehr verpasst. Empfehlt uns auch gerne weiter bei euren Freunden oder Freundinnen, die World of Warships spielen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Sigrods-Team, euer Andi. Ciao, ciao.